Frau Deschauer, kurze Verständnisfrage, geht auch an Herrn Hebestreit. Ich war verwundert zu sehen, als Milei aufs Übelste die Gattin des spanischen Regierungschefs beschimpft hat, kam von Deutschland keinerlei Reaktion, das in irgendeiner Form zu verurteilen. Plant denn die Bundesregierung zumindest bei den Treffen hier in Deutschland diese Causa, dass ein fremder Regierungschef, in diesem konkreten Fall Milei, die Gattin und auch den Regierungschef selbst eines EU-Landes massiv beschimpft, ohne dass es dazu irgendwelche diplomatischen Konsequenzen oder Reaktionen aus Deutschland kommt? Herr Warbeck, ich glaube, erstmal hat der spanische Premierminister die richtigen Worte dazu gefunden. Und ich glaube, die Worte des argentinischen Präsidenten stehen für sich. Auch wie wir dazu stehen, wie der Bundeskanzler dazu steht, ist klar. Und sollte sich die Gelegenheit, das Thema nochmal aufkommen, ergeben, wird der Bundeskanzler ihm sicherlich auch das Nötige dazu sagen. Ich glaube aber, auch diese Regierung ist nicht dabei, ständig alles, was Zweite über Dritte sagen, zu kommentieren, von Zeit zu Zeit schon. Aber in diesem Fall ist das nicht der Fall. Ich glaube, es ist auch so eindeutig und so geschmacklos gewesen. Da muss man jetzt nichts weiter zu sagen. Noch eine weitere Verständnisfrage. Die, sagen wir mal, extrem wirtschaftlichen Maßnahmen von Milei führen jetzt auch mittlerweile schon nach nur wenigen Monaten zu massivsten sozialen Verwerfungen in der argentinischen Gesellschaft. Wird das denn in irgendeiner Form thematisch angesprochen werden? Also ohne den Gesprächen vorgreifen zu wollen, glaube ich, kann man an diesem Thema sicherlich nicht vorbeireden. Aber solche Gespräche sind ja erstmal auch auf informatorischem Charakter. Also man fragt dann den jeweiligen Gegenüber, wie man die Lage einschätzt, die Situationsschilderung. Und gleichzeitig ist ja nicht nur der argentinische Präsident eine Informationsquelle für den Bundeskanzler, sondern auch die Medien, aus denen wir uns informieren, und auch die Botschaft vor Ort, die dort ist. Insofern hat er und haben wir schon auch ein relativ präzises Bild. Und dann ist es in solchen Gesprächen immer so, dass man sich darüber unterhält, wie der jeweilige Counterpart das jetzt beurteilt und glaubt, fortsetzen zu wollen. So, dann haben wir noch mal Themen. Herr Jung wollte dazu. Dazu oder war das?